So, einen traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot. Wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession und du gehst mir mal aus dem Weg. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr aufgenommen. Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Meine Vögel-Pokémon wollen kämpfen. Ja, das Problem kenne ich. Das ist allgegenwärtig, das kennen viele Menschen. Ja, was soll ich sagen? Wir befinden uns jetzt, Zeitpunkt dieser Aufnahme, im Januar 2020 und zwar genau der 19.01. Und ich habe erst letztes Jahr aufgenommen. Also, ich habe letztes Jahr als letztes aufgenommen. Deswegen, bitte seht's mir nach, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo wir waren, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir Ponita bekommen haben, gefangen haben, trainiert haben. Also das habe ich offscreen gemacht. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir waren im Geisterturm in den letzten Folgen, aber da hört es dann auch schon auf. Mehr weiß ich nicht mehr. So, Stampfer, Feuerwehr, komm hier. Brenn Pipi weg. Das ist ein Satz, der sehr seltsam klingt, aber gut. So, ich habe natürlich auch heute wieder einen Tee am Start. Ihr wisst ja, keine Aufnahme ohne Auer Tee heiß. Den lasse ich noch ein bisschen abkühlen. Heute Zitrone, für die, die es interessiert. Ist ja inzwischen so ein kleiner Running Gag, welchen Tee ich trinke. Ah, so, und ich habe ein Loch im Socken. Das ist mir gerade aufgefallen. Mein klumpendicker Zeh guckt aus meinem Socken raus. Das ist klingt gerade irgendwie, als wäre ich voll der Assi. Scheiße. Loch im Socken. Ja, ich habe sehr große Zehen. Ich habe so Pumuckl-Zehen. Deswegen kann das durchaus passieren. So, komm, stampf einfach drauf, dann ist das Vieh weg. Spotlight. Und ich habe die Musik so vermisst. So, ich habe es ja schon mal in einer vorherigen Aufnahme erwähnt. Dadurch, dass Pokémon Feuerrot natürlich ein sehr, sehr altes Spiel ist, muss ich da wirklich Lust drauf haben, dass ich aufnehme. Deswegen bitte mir nicht böse sein, wenn mal ein paar Tage keine Folgen kommen. Ich bemühe mich, dass es nicht allzu lange dazwischen dauert, aber 3, 4, 5, 6 Tage kann es schon mal vorkommen. Einfach weil ich andere Projekte da, ja, ein bisschen mehr Bock drauf habe. Aber gerade habe ich wieder ein bisschen Lust auf Pokémon, deswegen können wir das gerne machen. Wird Aichi das Pokémon wechseln? Ja, wird er das tun? Er wird das tun. Ich habe wieder nicht gelesen, was als nächstes kommt. Deswegen nehme ich einfach Gifloor. Gifloor geht immer. Jetzt kommt ein Feuer-Pokémon. Ich könnte drauf wetten. Ich habe nicht gelesen, weil ich dumm bin. Was hast du? Natürlich ein Feuer-Pokémon. Geil. Dann Gifloor muss leider wieder gehen. Da würde ich fast auf Kingler verweisen. Auf unsere süße kleine Kingler. So. Dönz. Das Problem ist, ich werde jetzt in dieser Folge wahrscheinlich planlos durch die Gegend starksen. Wobei, das ist eigentlich kein Unterschied zu sonst. Also von dem her, ja, eigentlich, ja, genau dasselbe wie immer. Gibt überhaupt keine Änderung. Nein, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was wir als nächstes machen müssen. Ich bin vollkommen raus. Das könnte zu einem kleinen Problem werden. Allerdings werde ich jetzt erstmal, so wie es aussieht, in ein Pokémon Center gehen, weil es sieht nicht wirklich so aus, als ob es uns so traumhaft gut geht. Irgendwie. Möchte ich anmerken. Ne? Du Vogelheini. So, 696. Okay, das kann man mal mitnehmen. Können wir nicht rennen? Wir können rennen. Sehr schön. So, dann flitze ich mal ganz kurz ins Pokémon Center. Waren wir bei dem Heini da schon drin? Ich gehe erst ins Pokémon Center. Wir gucken da nochmal. Da haben wir, glaube ich, die Angel bekommen. Und ich wollte gar nicht rein. Dieses Joypad. Ah! Übrigens blinkt mein Joypad gerade so komisch. Es könnte sein, dass die Batterien irgendwann schlapp machen. Das wäre in der Aufnahme nicht so geil, aber gut, muss ich dann durch. So. Eingerenne hier. Hallo. Na, schmeckt der Tee noch? So 4 Wochen alter Tee. So. Oh, und meine Lieblingsmusik. Hallo, ich will da rein. Mich juckt's an der Nase. Aua. So, guten Tag. Ich würde gerne Ihre Dienste in Anspruch nehmen.
Das muss so ein geiler Job sein, wenn du in einem Pokémon Center arbeitest. Weißt du, brauchst du überhaupt keine Fachkenntnis. Du legst einfach die Kugeln auf diese Plattform und alles wird gut. Das ist doch mega geil. So. Wobei, könnte auch ein bisschen eintönig werden, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst wie: Hallo! Natürlich können wir deine Pokémon heilen. Legst es auf eine Platte, dim 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 dim. Und dann geht er wieder. Dann kommt der nächste Lappen. Jeder heult dir die Ohren voll. Mein Pokémon geht so schlecht. Ja, dann lass es nicht gegen andere kämpfen. Dann schick's nicht in blutrünstige Massenkämpfe, du Opfer. So. Hallo? Dieses Joypad. Na, Tag. Ist das ein Helm oder deine Frisur? Ich hoffe mal für dich, es ist ein Helm. So, haben wir noch ein Pokémon, das Zerschneider kann? Ja, Giflo haben wir es beigebracht, genau. Weil unser Porenta ja leider. Wenn ich einen Mondstein hätte, könnte ich meine Pokémon weiterentwickeln. Ja, das ist schön, ne? Hätte Fahrradkette. So, da waren wir schon drin. Da haben wir, glaube ich, nach einem Pokémon gesucht sogar. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nein, haben wir nicht. Und das ist eine Sie. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Das ist außergewöhnlich. Das ist, ja. Bin ich sehr stolz auf dich. Sie setzen Safcon ein. Okay, Pfadfinderin, Luigina. Na, 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 na. Safcon. Ja, weißt du was? Hier, komm, brenn das Ding weg. Was? Geht daneben? Okay, das ist das schnellste Safcon, das ich je gesehen habe. Das ist flink, doch. Na gut, probieren wir es einfach nochmal. Dieses Mal hat es geklappt. Und es ist down. Sehr schön. Ach, ich mag unser Ponita. Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob wir Ponita entwickeln können durch einen Feuerstein oder ob sich das so einfach entwickelt. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass es sich einfach so entwickelt. Ich weiß es nicht. Wird eigentlich das Pokémon wechseln? Ich habe wieder nicht gelesen. Ich sollte mir das echt angewöhnen. Tragosso, okay, wäre vielleicht eine andere Wahl besser gewesen, aber es geht noch. Ich weiß nicht, ob Feuer da so gut ist, aber Stampfer wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Deswegen bleibe ich mal bei Feuerwirbel. Es geht. Hatten wir schon besser, hatten wir aber auch schon schlechter. Ein Silberblick. Na gut. Burn. Tragosso. Burn. Okay, das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Ich probiere es jetzt doch mal mit Stampfer. Vielleicht irre ich mich auch. Ich bin da, wie gesagt, nicht so firm drin. Nee, wie ich schon gedacht habe. So brillant ist das mit Stampfer gar nicht. Da, dam, dam. Ja. Ach so, das war gar nicht der Feuerwirbel, den ich nochmal eingesetzt habe, sondern der Wirbel war immer noch existent. Ah, okay. Als nächstes wird Sterndu von Picknicker. Dann sollte ich das Pokémon wechseln, denn Wasser gefällt mir nicht. Dann nehme ich doch Giflor. Und bei mir hat gerade das Haustelefon geklingelt. Am Sonntag. Ich hasse sowas. Warum rufen mich Menschen am Sonntag an? Zumal ich an dieses Telefon sowieso nicht gehe. Ich meine, ich habe zwei Handys. Ein Berufshandy, ein Geschäftshandy und ein privates. Warum sollte ich denn da noch an ein Haustelefon gehen? Ich bin froh, wenn es nicht klingelt. So. Interessiert mich auch nicht. Kann klingeln. Ist mir vollkommen egal. Gehört nicht mehr das Telefon. Ich lebe nur in einer Welt, einer anderen Person. So, Schlafpuder. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Säure, Zerschneider, Mondschein? Achso, damit können wir uns, glaube ich, heilen, ne? Das war ja das. Ich bleib mal bei Säure. Au. Glibbe. Da, 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 da. Säure scheint ganz gut gegen Sterbe zu funktionieren. Da kommt ein Blubber, das ist mir aber ziemlich schnuppe. 116 HP, Alter. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Heißt das eigentlich hier HP oder KP bei Pokémon? Eigentlich sind es ja HP, ne? Aber da steht, glaube ich, KP. Naja, keine Ahnung. So. Dich habe ich ja schon weggeklatscht. Dann heißt das, du bist die Nächste.
die aufs Maul bekommt. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Okay, dann werden wir deine Theorie doch gleich mal überprüfen, würde ich sagen. Eine Herausforderung von Picknicker Bob. Okay. Bob. Dann legen wir los. Bob, der schönste Frauenname, den ich kenne. So. Ja, dann, das hat ja beim letzten Mal auch so gut funktioniert, dann machen wir das halt wieder. Ah, überhaupt kein Stress. So, ich trinke jetzt mal von meinem Tee. Prost. Ich hoffe, ihr habt auch was. Au, heiß. Okay, aber sehr gut. Sehr lecker. Hätte ein bisschen länger ziehen können, aber gut, ich wollte das Aufnehmen anfangen. Und ich habe wieder nicht gelesen, weil ich mich gerade wieder um meinen Tee gekümmert habe. Was sitzt Bob denn ein? Ein Dick da. Okay. Weißt du was? Hier, einfach drauftreten auf den Wurm. Dann ist Feierabend. Da mach ich gar nicht lange rum. Hier, wahrscheinlich hat Punita den Gegner gar nicht gesehen, ist einfach aus Versehen draufgetreten. Und Bob so... oh. Wir können eine Attacke lernen. Okay. Agilität? Ja, vielleicht haben wir irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Gucken wir halt mal. Stampfer finde ich eigentlich ganz cool. Bodycheck. Glut oder Feuerwirbel? Für Agilität? Echt jetzt? Agilität macht doch schneller meinen Charakter, oder? Ist eine Psycho-Attacke. Ich würde fast... Hat halt eine 100%ige Genauigkeit, 65er Stärke. Bodycheck ist aber stärker. Also Bodycheck würde ich ungern vergessen. Stampf aber auch irgendwie ungern. Ich vergesse Glut. Ich vergesse jetzt einfach Glut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Riesenfehler, aber gut. Ich bin ja auch hier, um Fehler zu machen. Das passt schon. So, Glut weg und Agilität rein. Vielleicht war es ein Fehler. Mein Gott, dann ist es halt so. Wir wechseln mal. Und zwar würde ich jetzt gern mal wieder mit unserem guten Alpollo kämpfen. Na, 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 na. Mit Alpollolina. Weil sie ist ja weiblich. Okay, weißt du was? Hypnose. Na, das wollte ich gar nicht. Psy-Schub. Ja, gut, kann man auch machen. Wird, denke ich mal, nicht viel anderen Effekt haben. Ja, hat auch funktioniert. Ich sinke halt Spezialangriff, aber hey, was soll's. So, mein Mikro hier mal ein bisschen nach oben richten. Da muss ich nicht so schreien. Ich muss mir übrigens auch mal unbedingt wieder ein neues Mikro kaufen. Ich habe mein gesamtes Equipment 2019 eigentlich entweder verbessert oder erweitert. Also ich habe nicht alles neu, aber ich habe Wusinon halt in meinem Büro hing, habe ich dann eben angefangen teilweise Equipment auszutauschen, nach und nach, also neue Tastatur, neue Maus, neuen Monitor, ein paar Switches, im Ton ein bisschen was gemacht, Headset-Mikros und sowas. Alles habe ich ausgetauscht, bis auf mein Aufnahmemikro. Das habe ich von Anfang an. Das ist immer noch das allererste Mikro, das ich mir gekauft habe, wo ich damals mit Skyrim angefangen habe. Wo ich Skyrim Let's Played habe. Das ist immer noch dieses Mikro. Und ich finde, es funktioniert immer noch hervorragend. Es war nicht billig, muss ich dazu sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so teuer wie jetzt, ja, die besten, ne? Also es gibt wesentlich bessere. Aber ich muss sagen, ich bin mit meinem Mikro eigentlich ziemlich zufrieden. Deswegen habe ich, glaube ich, vielleicht so ein bisschen Panik, mir ein neues zuzulegen, weil ich vielleicht mit dem dann nicht mehr so zufrieden bin. Ich weiß es nicht. Aber ich werde nicht drum herum kommen, weil so langsam sollte ich mich dann doch mal nach einem besseren Mikro umschauen. Vor allem, ich hab hier das Mikro vor mir hängen, ne? Und es hängt halt an dem Mikrofon, jetzt wieder lachen, Ständer. Und da ist auch... Ich habe da Isolierung reingestopft und keine Ahnung, dass man das Klicken von der Tastatur nicht so laut hört. Und die Hälfte der Zuschauer lachen jetzt, weil man hört es halt doch extrem. Aber ja, Traumfresser wollte ich machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde es natürlich gern ein bisschen rausnehmen, leiser bringen. Aber ich habe da schon, ich habe hier, wenn man hier hört, hört man das? Weiß nicht, ob man das hört. Huch. Da
habe ich am Mikro schon Wandisolierung, ne, Schallschutzisolierung hingeklebt und Popschutz und was weiß nicht alles. Das Ding schaut aus wie so ein Selbstbastelversuch. Mach mal Finsterfaust, vielleicht hilft das ein bisschen mehr. Aber ich bin immer noch zufrieden mit dem Mikro. Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich müsste mir ein neues zulegen eigentlich, so nach der Reihenfolge, weil ich habe alles andere schon erneuert an meinem System hier, an Sinon. Als nächstes wäre halt das Mikro mal dran. Aber ich bin halt mit dem eigentlich zufrieden. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht überspringe ich das Mikro auch einfach und kaufe mir dann doch wieder was anderes mal. Oder vielleicht auch gar nichts. Vielleicht spare ich auch einfach mal, dass ich mir mal wirklich ein sehr, sehr gutes Equipment kaufen kann, wenn ich eins brauche. So, aber momentan bin ich eigentlich sowohl mit Mikro als auch mit den anderen Sachen sehr, sehr zufrieden. Ich nehme mal Gif. Nein, wobei. Komm, Nocturne hat es auch mal wieder verdient. Ich habe momentan ein kleines Problem. Es gibt momentan. Also bei mir gibt es immer zwei Zustände, was so das Aufnehmen, Bock auf das Aufnehmen hat. Entweder ich habe überhaupt keinen Plan, was ich aufnehmen soll, weil ich einfach nicht weiß, Projekte sind abgeschlossen und ich weiß momentan einfach nicht, was ich als nächstes machen soll. Hab da zwar viele Spiele, aber auf das gerade keinen Bock, auf das gerade irgendwie keine Lust. Da, ja, weiß ich nicht, das habe ich schon mal ausprobiert, aber das war nicht so. Ne? Und dann nimmt man halt irgendeins, was man schon mal lange Let's Playen wollte. Und kaum hat man damit angefangen, ist so bei Folge 8 oder 9, dann kommt ein Spiel raus und man denkt sich, boah, das würde ich gerne Let's Playen, aber jetzt habe ich keine Kapazitäten mehr frei. Oder die zweite Variante, wie es momentan ist, man hat so viele Projekte am Laufen und hätte aber gerade echt auf vier andere Spiele echt so Bock, die zu Let's Playen und mit euch zu zocken und das mal zu machen. Und diesen Zustand habe ich momentan. Es ist, also wir haben ja, ich kann mir mal versuchen, das aufzuzählen. Momentan läuft Pokémon, Feuerrot. Dann läuft XCOM, jeden Freitag, unbedingt reinschauen. Dann meine niedlichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Ja, ich aber nicht. Tschüss. Was haben wir noch? Ja, Pokémon, XCOM, House Flipper läuft momentan. Raft mit Mr. Smooth. Das sind momentan die Projekte. Das sind vier Projekte und vier Projekte sind schon ein bisschen viel für meine Verhältnisse. Da ich ja wirklich. Eigentlich komme ich nur einmal die Woche zum Aufnehmen. Das ist ja mein größtes Problem. Ich muss Ponita da rausnehmen. Gegen Stein kann es nicht viel ausrichten. Ich habe zwar ein Pflanzen-Pokémon, allerdings kann das keine Pflanzen attacken, so viel ich weiß. Ist auch ein bisschen doof, ne? Wieso kann Giflo eigentlich nicht Rasierblatt lernen? Ich wollte unbedingt Rasierblatt haben, aber das geht, glaube ich, nicht. Ja, toll. Jetzt ist alles dreckig. Und es gibt halt momentan vier Spiele oder drei Spiele, die ich unbedingt wieder zocken will. Keine Ahnung. Orangensteuer machen wir Blubber. Das ist halt so ein bisschen. Nee, aber ich bin halt momentan einfach mit meinen laufenden Projekten schon so ausgelastet, dass ich halt nichts Neues anfangen kann. Hätte aber Bock, diese anderen Projekte zu spielen. Und dann kommt ja auch noch, wenn wir mal wieder dazukommen, wenn mal die anderen wieder Zeit haben. Die Ast-Aufnahmen. Also wir müssen bei World War Z weitermachen. Wir würden auch gerne mal wieder Brawlhalla spielen. Dann Mr. Smooth hat schon ein paar Spiele rausgesucht, die wir unbedingt mal in Ast zocken möchten. Aber es hat immer einer keine Zeit. Guillotine. Okay, Guillotine will ich lernen. Genauigkeit 30, Stärke. Okay. Kräftige Scherenattacke führt eventuell zum K.O. Ah, okay. Stampfer, Klammerer, Blubber, Eisstrahl. Ja, okay, komm. Blubberer müssen wir behalten. Das ist unsere einzige Wasserattacke. Rohrstrahl ist halt Eis. Stampfer war aber auch immer sehr gut, ne? Klammerer muss dran glauben. Tut mir leid. Das ist halt. Ich würde so gerne mal wieder mit Sweet Gaming und mit Tizzy und mit Smooth aufnehmen.
Aber es ist immer das Problem. Man schreibt dann in die Gruppe, also wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe, da schreibt man dann rein, hey, nächsten Sonntag aufnehmen, habt ihr Bock? Dann schreiben immer, es läuft immer auf die gleiche Art. Dann schreiben zwei, ja, bin dabei. Der andere, oh, da habe ich keine Zeit, da kann ich nicht. Naja, okay. Dann eine Woche später, okay, diesen Sonntag, also in 3 Tagen oder 4 Tagen, wollen wir aufnehmen, habt ihr Bock? Dann schreibt der, der keine Zeit hatte, sofort, ja, hab Zeit, bin dabei, alles klar. Dann hat wieder ein anderer keine Zeit. Immer einer von uns Vieren. Einer ist immer dabei, der keine Zeit hat. Und wir hätten halt so Bock, alle vier, hoffe ich zumindest, also von Tizzy und Smooth weiß ich, dass sie Lust drauf hätten, wieder aufzunehmen. Wie es Sweet geht, aber ich vermute mal, Sweet hat da auch schon, also sie hat ja schon des Öfteren mit uns aufgenommen. Ich glaube nicht, dass sie das tun würde, wenn sie keinen Bock drauf hätte. Ja, das Real Life macht uns da irgendwie immer einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß auch nicht. So, der schmeißt mir Sand ins Gesicht. Toll. Ich hasse diesen Nil. Brenne. Ja, Feuerwirbel ist immer noch aktiv. So ist das nämlich. Dann stampfe ich einfach drauf auf das Mistvieh. Dann ist es platt und... Ach nee, doch nicht. Ich habe ihn unterschätzt. Wie konnte mir das nur passieren? Ah. Ja. Ist irgendwie... Weiß ich nicht. Schade einfach, weil ich hätte halt, wir hätten halt unheimlich Bock, World War Z endlich mal die Kampagne fertig zu machen. Da ist wieder ein neues Update draußen. Es gibt jetzt so einen Überlebensmodus. Den zocke ich momentan wie ein Blöder. Ja, wechseln wir mal. Den zocke ich momentan wie ein Blöder und macht halt übelst Spaß. Und das mit den drei anderen Ast-Kandidaten, das wäre so geil. Da hätte ich so Bock drauf. Aber immer hat einer keine Zeit. Ich werde heute mal vielleicht nochmal schreiben. Heute ist zwar eigentlich mein Tag, wo ich meine ganzen Projekte aufnehmen tue, mach, sein Gedöns. Aber vielleicht, wenn die anderen wirklich schreiben, sie haben heute Abend Zeit, vielleicht kriegen wir doch heute Abend mal was zusammen. Das wär goldig. So, die Folge sehe ich gerade, ist schon wieder rum. Ich hau nur noch kurz das... Warum geht das nicht? Ach, es blockiert von ihm. Ah, verstehe. Ja, dann hier, Psy-Schub. Ich hau bloß kurz das Lamos noch gegen die Wand und dann können wir die Folge auch getrost beenden. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten gleich. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, Abend, Wochenende, Urlaub, Feiertag, keine Ahnung, wann dieses Video rauskommt. Halt, ne? Einfach eine schöne Zeit. Und, okay, wir machen den Gegner noch fertig. Komm, weil das ist jetzt echt Blödsinn, wenn ich jetzt hier rausgehe und die Folge beende und dann fangen wir hier in der nächsten Folge bei dem Gegner wieder an. Ein Pokémon können wir noch wegklatschen. Haben wir ein bisschen Überlänge. Geht schon. Eton. Wir haben ja auch den Donnerschlag. Das sollte also kein großes Ding sein. Und ich liebe Eton. Eton. Ich hasse es, Eton weh zu tun. Ein Routenschlag. Also der Japaner, der sich diese Attacke ausgedacht hat, der ist ein Sadist. Der hat sich gedacht, ich mache eine Attacke, die überhaupt nichts bringt. Ich weiß, Rutenschlag hat einen Effekt. Aber trotzdem, ganz ehrlich, wer benutzt das? Wer benutzt das schon? Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ja, war jetzt nicht wirklich der Stress. So, ein bisschen Kohle bekommen. Wir stehen hier mitten im Labyrinth. Und ja, dich habe ich an die Wand geklatscht. Ansonsten, hier gibt es ein paar Blümchen oder, ja, das sind Biker. Heilen müssen wir uns jetzt eigentlich nicht, glaube ich zumindest. Wir stehen eigentlich noch ganz gut im Saft. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, vielen, vielen Dank für eure Kommentare, wenn ihr welche schreiben würdet. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dann weiß ich, dass ich hier weitere Folgen noch produziere und raushau. Und ja, salut!